Hallo und herzlich willkommen. Hier stehen hier heute neben mir der Stefan, die Vanessa und der Marc. Und ihr seid zusammen wer? Wolkenfrei. Ja, ich stehe hier direkt neben Wolkenfrei. Ihr seid jetzt neues Schlagersternchen, sage ich jetzt mal so. Erzählt doch mal ein bisschen, wie kam das dazu? Wie habt ihr euch so, wie seid ihr da hingekommen zu dem, was ihr jetzt macht? Ja, ich würde sagen, der Marc fängt mal an. Die beiden Jungs, die sind schon länger zusammen. Ja, ich kenne den Stefan schon ein paar Jährchen. Wir haben im Tanzmusik-Coverbereich Musik gemacht, viele Jahre. Und dann irgendwann musste unsere damalige Sängerin aus gesundheitlichen Gründen aufhören. Und ja, mit viel Glück haben wir dann unsere Vanessa kennengelernt. Das war eine sehr lustige Geschichte, die darf sie dann aber gerne selbst erzählen. Ja. Ja, die beiden Jungs, die haben ja in dem Hotel Sonnenhof bei Asbach bei der Andrea Berg Musik gemacht. Und mein Vater, der spielt in der Hausband dort. Und ich habe ihn dann ab und zu mal besucht am Wochenende und an dem Tag haben eben beide Bands gespielt und dann kam Marc irgendwann auf mich zu und meinte, Mensch, ich habe gehört, du singst, hättest du nicht Lust, bei uns einzusteigen? Wir suchen gerade zufällig eine Sängerin und so hat das Ganze angefangen. Dann gab es das erste Treffen, das erste Casting, so in der Art. Ja, das war ganz nett, weil Marc kam dann zu mir nach hinten und hat gemeint, Stefan, ich habe unsere neue Sängerin. Er war gleich überzeugt. Ja. Wow, so hat's geklappt. Und sag mal, Stefan, bist du die Ulknudel bei euch? Ach, die Ulknudel. Natürlich. Ja. Ja, mit also, Stefan gibt es schon sehr, sehr viel zu lachen, auf alle Fälle. Er ist eine Frohnatur, hat immer gute Laune, hat immer einen Spaß auf den Lippen sozusagen. Also da gibt es schon sehr viel zu schmunzeln, aber wir sind alle sehr humorvoll. Also das ist auch ganz wichtig bei uns, dass wir zusammen lachen können. Gerade wenn man eben 24 Stunden meistens mal aufeinander sitzt, dann ist es sehr wichtig, dass man sich verträgt und auch ganz viel Spaß hat. Genau. Wie hat sich das eigentlich bei euch bei der Fanbase entwickelt? Also wie haltet ihr Kontakt zu euren Fans? Was macht ihr? Gibt es da vielleicht auch sogar sowas wie ein Fan-Treffen schon? Ja klar, Fanclub-Treffen gibt es natürlich. Wir halten sehr engen Kontakt auch über Facebook. Auch eine ganz, ganz wichtige Plattform für uns. Und das pflegen wir auch täglich eigentlich und auch mal mehrmals am Tag. Also wir posten immer Bilder und wo wir gerade sind und halten da engen Kontakt. Das ist sehr, sehr wichtig, auch für uns. Also auch die Verbindung zu den Fans ist sehr wichtig. Da sind auch viele, viele Songs vom Album her entstanden im Austausch mit den Fans. Und sind die wichtigsten Menschen eigentlich. Wie kommt der Austausch zustande? Schreiben die euch dann direkt bei Facebook an oder geht es über ein Forum oder was habt ihr da genau? Ja, also wir posten und dann kommen eben Kommentare oder Likes und dann wissen sie immer, was gerade aktuell ist. Ja, und bei den Live-Auftritten, natürlich sind wir da auch dann immer wieder mal im Austausch. Man hat ja sonst einen Fanclub, der einen begleitet. Also wir sind dann sehr, sehr engagiert, weil die Fans für uns natürlich das Elementare darstellt. Wir machen das gerne für unsere Fans, für die Menschen, die uns zuhören. Das gibt uns Energie. Mhm. Tretet ihr eigentlich bei Facebook auch einzeln auf oder jetzt nur komplett? Oder kann euch jetzt jemand auch alleine erreichen, wenn ihr jetzt sagt, ach, ich möchte mal unbedingt den Stefan anschreiben? Nein, das geht leider nicht. Nur als Wolkenfrei. Genau, wir gehören zusammen. Das ist gut. Ja, dann könnt ihr mir erzählen, was jetzt im Jahr 2014 alles ansteht. Was gibt es an neuen Projekten? Also was wir verraten dürfen, auf jeden Fall unser erstes Open Air. Unsere Wolkenfrei Sommerparty, die findet im August statt. Also mehr Infos gibt es auch auf unserer Internetseite wolken-frei.de. Dann natürlich ist das neue Album eventuell schon in Planung. Mhm. Dann, ja, so ein paar Überraschungen haben wir noch. Wir dürfen noch nicht alles verraten, man darf gespannt sein. Und wir sind natürlich ganz viel unterwegs. Also wenn man mal unsere Homepage anschaut, ganz, ganz viele Termine. Ich glaube, wir sind jetzt schon bei über 150 Terminen. Ja. Allein dieses Jahr schon, also viel geplant. Unsere neue Single, die ist jetzt seit gestern raus. Ich verspreche dir nichts und gebe dir alles. Und da haben wir ganz verschiedene Mixe auch, die jetzt nach und nach rauskommen. Mhm. Und, das wird spannend. Ja, und morgen um 11 Uhr das nächste Projekt, ne? Du weißt Bescheid, oder? Was morgen um 11 Uhr passiert? Ja. Fernsehtermin. Ja, genau. Fuerteventura. Genau. Also ab 11 Uhr fleißig einschalten. Also ihr seid viel unterwegs. Fuerteventura ist auch Stichwort. Und dann wart ihr in Berlin beim Echo, dann wart ihr in Stuttgart, dann seid ihr wieder hier. Ich meine, kommt ihr überhaupt noch zum Schlafen? Ja, klar. Im Auto. Im Auto. Also sowas wie Jetlag stellt sich da noch nicht ein, ne? Nee, noch nicht. Also es macht wahnsinnig viel Spaß und natürlich gibt es auch mal Tage, wo man ein bisschen müde ist vielleicht, aber sobald man dann auf die Bühne geht, dann ist es wie weggeblasen eigentlich. Also das schenkt einem ganz viel Kraft und es macht einfach Spaß. Es ist eine ganz aufregende Zeit gerade
und da ist an Stress oder Arbeit gar nicht zu denken. Nee, Leidenschaft. Wir hatten es gerade vorhin im Vorgespräch, ne? Wenn man was aus Leidenschaft macht, dann funktioniert das. Dann macht man es gerne, ja. Stefan, dein größter Wunsch jetzt für Wolkenfrei und für dieses Jahr und für das nächste Jahr vielleicht? Dass alles so bleibt, wie es ist. Und weitergeht. Und genau. Alle gesund bleiben. Genau, Gesundheit ist mein größter Wunsch. Ja, und dass wir einfach so bleiben, wie wir sind. Dass wir Spaß verbreiten dürfen mit unseren Fans zusammen. Ja, das sind die größten Wünsche für uns, oder? Da drücke ich euch auch die Daumen. Jetzt habe ich mal noch eine Frage. Würdet ihr vielleicht noch ein kleines Ständchen für uns singen und für die Fans? Das zwingen wir euch auf. Oh! Stefan, zufällig habe ich die Gitarre gerade da. Das ist ja super. Was singt er uns denn? Ach, ich würde vorschlagen, unsere aktuelle Single, also die jetzt noch aktuell ist, unsere Insel. Du bist meine Insel, sehr gerne. Da kommen wir ja gerade her. Passt wunderbar. Ja, da bin ich jetzt aber sehr gespannt. Ja, ja. Gern. Okay. Singen wir den Refrain, oder? Ja, ja. Machen wir. Okay. Du bist meine. Du hast doch immer so ein Vorspiel, Mensch. Ja, genau. Ja, genau, ja, also. Eben. Du bist meine Insel, weit im Meer, gleich neben der Sonne, ungefähr. Ich treib drauf zu, denn da bist du, für mich für immer. Von dir krieg ich mehr, als ich verlor. Ich hab einen Traum und du kommst drin vor. Bist alles für mich, ich hab ja dich, bist meine Insel. Wow, ich hab Gänsehaut, wirklich. Also es war richtig klasse. Die Jungs und Mädels singen wirklich fantastisch. Also herzlichen Dank soweit an euch und wunderbar, also ganz, ganz viel Glück auch jetzt im nächsten Jahr, dass eure Wünsche in Erfüllung gehen. Vielen Dank. Danke an euch. Danke. Euch auch alles Gute und Grüße an die Fans. Dankeschön.